Dieses Video dient als Ergänzung, um die Gebrauchsanweisung besser zu verstehen. Das Video ersetzt nicht das eigene Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung. Es dient auch nicht als Ersatz für verbindliche Anweisungen oder Schulungen. Den Dräger PSS Airboss gibt es in drei Ausführungen. Dräger PSS Airboss Active, Dräger PSS Airboss Agile und Dräger PSS Airboss Connect. Das System umfasst ein Tragesystem, eine Atemschutzvollmaske Dräger FPS 7000, einen Lungenautomaten, eine Druckluftflasche. Zusätzlich umfasst Dräger PSS Airboss Connect ein Batteriepack oder Akkupack, ein Clip- oder Tischladegerät, RFID-Karten oder RFID-Anhänger. Um die Flasche am Tragesystem zu befestigen, legen Sie den Pressluftatmer auf den Tisch. Öffnen Sie das Flaschenspannband. Und schieben Sie die Flasche hindurch. Richten Sie das Flaschenventil und Handrad des Druckminderers aus und schließen Sie es an. Verwenden Sie kein Werkzeug und ziehen Sie nicht zu fest an. Passen Sie das Flaschenspannband an den Flaschenumfang an, ziehen es aber noch nicht fest. Der Gurt muss für jede Flaschengröße nur einmal eingestellt werden. Ziehen Sie das Flaschenspannband mit dem Verschluss fest. Vor dem Entnehmen der Flasche prüfen Sie zuerst, ob das Ventil geschlossen ist. Das System druckentlastet ist und dann führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus. Um die Flasche an das Tragesystem zu befestigen, stellen Sie zunächst das Doppelflaschenspannband für eine Druckluftflasche ein. Legen Sie hierfür den mittleren Gurt nach unten und schieben Sie die Rückhalteschnalle vom Verschluss weg. Ziehen Sie den Universalstift teilweise heraus. Als nächstes ziehen Sie das Flaschenspannband an der Rückhalteschnalle auf und schieben Sie die Schlaufe unter den Universalstift. Dann schieben Sie den Universalstift wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die drei Bänder an der Halteschnalle in etwa gleich lang sind. Schieben Sie die Flasche durch das Flaschenspannband auf die Flaschenauflage. Richten Sie das Flaschenventil und das Handrad des Druckminderers aus und schließen Sie es an. Verwenden Sie kein Werkzeug und ziehen Sie nicht zu fest an. Schieben Sie die Rückhalteschnalle zum Verschluss. Dann ziehen Sie den Gurt durch Schließen des Verschlusses an. Das Flaschenspannband muss für jede Flaschengröße nur einmal eingestellt werden. Beim Entnehmen der Flasche prüfen Sie zuerst, ob das Flaschenventil geschlossen ist. Das System druckentlastet ist. Und dann führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus. Bei Verwendung von zwei Flaschen mit dem PSS Airboss berücksichtigen Sie Folgendes.
Vor Beginn der Montage prüfen Sie die Gewinde des Flaschenventilanschlusses und des Druckminderers. Bringen Sie das erforderliche T-Stück am Druckminderer an. Ziehen Sie den Universalstift teilweise heraus. Entnehmen Sie die Schlaufe und schieben Sie den Universalstift wieder ein. Dann schieben Sie die Rückhalteschnalle nahe zum Verschluss und den mittleren Gurt in die Mitte. Setzen Sie die erste Flasche auf der Seite gegenüber des Verschlusses durch die Schlaufe ein. Und befestigen Sie die Flasche am T-Stück. Verwenden Sie zum Anziehen des Handrads des T-Stücks an der Flasche nur den Daumen und den Zeigefinger, bis ein deutlicher Metallkontakt spürbar ist. Verwenden Sie kein Werkzeug und ziehen Sie nicht zu fest an. Dann ziehen Sie am losen Flaschenspannband. Wiederholen Sie dies mit der zweiten Flasche auf der Seite des Verschlusses. Stellen Sie sicher, dass die Flaschen parallel ausgerichtet sind. Jetzt schieben Sie die Rückhalteschnalle vom Verschluss weg. Das Flaschenspannband muss für jede Flaschengröße nur einmal eingestellt werden. Dann ziehen Sie das Flaschenspannband durch Schließen des Verschlusses an. Beim Entnehmen der Flasche prüfen Sie zuerst, ob das Flaschenventil geschlossen ist. Das System druckentlastet ist und führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus. Jede zugelassene Flasche kann mit dem Dräger Quick Connect System verwendet werden. Schrauben Sie einfach das Quick Connect Übergangsstück ein. Kein Werkzeug verwenden, nicht zu fest anziehen. So fällt das Entfernen leicht, falls die Flasche mit einem Pressluftatmer ohne Dräger Quick Connect verwendet werden muss. Zur Befestigung der Flasche am Tragesystem öffnen Sie zunächst das Flaschenspannband und schieben Sie die Flasche hindurch. Dann richten Sie das Flaschenventil und das Quick Connect am Druckminderer aus und drücken Sie das Flaschenventil nach unten. Passen Sie das Flaschenspannband an. Das Flaschenspannband muss für jede Flaschengröße nur einmal eingestellt werden. Ziehen Sie das Flaschenspannband mit dem Verschluss fest. Prüfen Sie vor Entnehmen der Flasche, ob das Ventil geschlossen ist. Die Flasche wird nur freigegeben, wenn der ganze Pressluftatmer ohne Druck ist. Drehen Sie das Quick Connect Handrad eine Achtel Umdrehung und drücken Sie es dann herunter. Für den Lungenautomaten gibt es verschiedene Anschlüsse, je nach Bedarf und Vorschriften. Abhängig vom Lungenautomatentyp erfolgt der Anschluss an die Maske unterschiedlich. Zum Anschließen und Arretieren schieben Sie einfach den Stecker des Lungenautomaten in die Kupplung. Zur Betätigung der Kupplungshülse drücken Sie den Stecker in die Kupplung und schieben gleichzeitig die Hülse. Somit wird der Stecker ausgekuppelt.
Mehrere Befestigungspunkte am Schulter- und am Beckengurt erlauben eine einfache Befestigung weiterer Ausrüstung, zum Beispiel der Trägerparat-Fluchthaubentasche. Des Lungenautomathalters. Oder der D-Ringe zur Befestigung der Wärmebildkamera Träger UCF FireVista. Der PSS Airboss kann in 3 Schritten vor oder während der Verwendung an die Körpergröße angepasst werden.